Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Es gibt ein neues Event, falsche Position, out of position oder Shapeshifters, wie es genau heißt. Ich glaube, das kann jeder für sich hier selbst definieren. Und da ist eine neue SBC gekommen, Chiesa, ein geliebtes Kind von FIFA. Der kriegt immer geile Karten ab und diese Karte sieht auch brutal aus. Vier Sterne bringt er mit, sowas, was die Spieler einfach mitbringen müssen. Also keine versteckten Mankos auf den ersten Blick. Genauso wie die Hochmittelarbeitsrate. Eine Größe von 1,75 kommt auch immer gut rüber, muss man sagen. Und dann der Preis, 150.000, absolut fair auf den ersten Blick. Bevor wir auf die Attribute gucken, wollen wir euch aber nochmal auf unseren Instagram-Kanal hinweisen. Da laufen gerade 2 Giveaways bis zum 31.10. Genau. Noch. Also ihr müsst euch beeilen. Eine Karte von Adama Traoré mit Autogramm und die andere ist von Mascherano mit einem Stück von seinem Trikot, das er im Spiel getragen hat. Beides richtig coole Karten. Also wer Bock hat mitzumachen, ihr müsst euch auf jeden Fall sputen. Ja. Wir wünschen euch viel Glück und viel Spaß dabei. Jetzt aber zu den Attributen. Und hier muss man sagen, das kennt man von Chiesa. Das Tempo sieht brutal aus. 93 Antritt, 93 Sprintgeschwindigkeit. Schießen kann der eigentlich auch immer gut. Er kommt immer gut auf den Platz rüber in der Vergangenheit. Wir gehen hier sogar mit dem Finisher, weil damit sogar der Abschluss auf eine 99 geboostet. Wenn er mal vor die Bude kommt, will ich von ihm auch Buden sehen. Deswegen, das sollte auf jeden Fall klappen. Diese Werte sehen echt brutal aus. Passen kann er dazu auch noch. Übersicht ist da, flanken kann er. Kurzer und langer Pass sollte damit auch klappen. Und das Geile an dieser Karte mit dieser Größe, Beweglichkeit, Balance oder insgesamt diese Dribbling-Werte, die sehen richtig krass aus. Da muss ich noch sagen, die Physis-Werte. 74 Stärke, 73 Aggressivität, das hat man schon mal schlechter gesehen. Genau, jetzt ich muss man eigentlich mal überlegen, war ja schon immer so stark. Also das sind eigentlich ziemlich gute Werte für so einen kleinen Spieler. Denke ich auch, muss man, genau, wie du sagst, ein kleiner Spieler muss man jetzt wirklich mal beobachten auf dem Platz. Aber die 89er Ausdauer muss man auch noch erwähnen. Bei den Spezialeigenschaften ist dann noch der Außenrissschuss besonders für uns interessant. Okay, nice to have, bisschen mehr Variabilität. Jetzt muss man auf jeden Fall prüfen, ob sich diese 150.000 lohnen. Ab auf den Platz. Das hat er dann nice gemacht. Ja, 4 Sterne Skills. Kommt da durch. Halt da. Und dann noch dieser Knaller. Sehr geil. Der Finisher passt hier gut bis jetzt. Und hier muss er, hier geht er über den Außen. Ja, da fehlt ein bisschen der Abnehmer. Ja, da ist er doch. Hat er gefunden. Und die Vorlage ist da. Tempo kommt auf jeden Fall gut an der Karte. Alter, dass er den Pass jetzt rangebracht hat, Respekt. Und dann kommt er wieder an den Ball, kann den hier verteilen. Und dann kriegt wir versuchen es natürlich mit ihm hier. Ja, die 4 Sterne Skills machen auf jeden Fall Spaß. Kommt vorne, lauert er für mich, ist da guter Step und mal mit dem schwachen Fuß. Alter, der Antritt wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Kommt, da kommt der lange Pass perfekt an und mit Lupfer leider nicht. Aber das Tempo wirklich, das glänzt an der Karte. Auch der Antritt und die Sprintgeschwindigkeit. Kommt da oben wieder mit dem langen Pass, kommt er durch und dieses Mal mit dem Volley. Schicke Bude, sauber. Oh, da kommt er durch und darf das nächste Mal die Bude machen. Also die Quote vor dem Tor ist echt in Ordnung. Ne? Klar, viele Fehlschüsse hat er auch Abschluss und Gnade. Ja, das stimmt. Kommt da oben, lowert er schon wieder. Voll abgeschossen. Aber der setzt immer hinterher. Ne? Diese Aggressivität, irgendwie, der ist immer in Action hier. Bisschen weiter aus der Distanz. Schade. Aber ey, wie gesagt, der will die Bälle und immer anspielbereit. Oh, das passen war kann er auch. Das ist natürlich ohne Witz, genial, ne? Ah, der Abschluss war jetzt mit dem schwachen Fuß, ne? 3 Sterne. Kann auch mal passieren, aber die Pässe kommen gut und diese Aggressivität gefällt mir hier auch, Mann. Komm, da vorne lauert der kurze Ecke und da ist die Bude mit dem schwachen Fuß. Also der bringt hier schon wirklich Action und wie gesagt, die Quote vor der Bude, die ist erste Sahne. Komm, da ist er wieder, schnelles Movement und wieder die nächste Bude. Alter, also, der ist wie eine Versicherung, ne? Wenn der irgendwie ein bisschen Platz nur bekommt, den verschafft er sich. Auch von der Körpergröße her wirkt er irgendwie perfekt. Nicht zu klein, nicht zu groß, also er macht echt Spaß gerade. Komm, da lauert er wieder. Jawohl, Mann. Boah, Alter, der stachelt das Ding da gerade so noch durch. Ohne Witz, das ist so ein richtiger Glücksbiss, ne? Der kommt immer noch an die Bälle, der macht richtig Spaß. Kommt, da lauert er wieder. Den macht er auf jeden. Also ich muss sagen, wir spielen ihn gerade als Stürmer und als ZOM und den Job macht er gerade perfekt. Auf dem Außen, ich muss ehrlich sagen, da erwarte ich keine schlechtere Leistung. Also richtig genial gerade. Perfekter Lauf schon wieder. Komm, und diesmal macht er ihn wieder rein. Also Alter, er bestätigt das gerade. Ne? Ich persönlich habe hier gerade schon gesagt, ich weiß gar nicht, wo seine Mankos sind. Ich bin echt gespannt auf das Fazit, was du findest.
Da wird in diesem Spiel auch Mann des Tages 5 Buden gemacht bei nur 7 Versuchen. Eine geile Quote. Ich denke, wir haben auch genug von dem Spieler gesehen. Deswegen lass uns mal ins Fazit gehen. Also ich muss sagen, Chiesa in FIFA, der ist immer ein geliebtes Kind. Immer ein geliebtes Kind von EA. Und diese Karte bestätigt das einfach. Gerade zum aktuellen Zeitpunkt sind diese Werte, die er hier auf den Platz bringt, die stechen wirklich heraus. Und das kommt auch genauso gut auf den Platz rüber. Das Tempo kommt gut rüber. Und gerade mit dem Finisher, diese Schusswerte, der Abschlusswert, der war herausragend. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Deswegen, falls ihr überlegt, den ins ZOM zu ziehen oder auch als Stürmer mal zu spielen, anstatt nur den rechten Flügel, auf jeden Fall, wir haben es gesehen, das ist eine sinnvolle Idee. Auf dem rechten Flügel, denke ich, wird er auch einen guten Job machen. Die Arbeitsraten passen, die Ausdauer passt und ich denke, die Passwerte, die wir gesehen haben, mit denen war ich auch wirklich sehr zufrieden. Besonders auch die Dribblingwerte, ne? Ja, man kann sich schön Platz schaffen. Also die Karte hat wirklich schon Spaß gemacht. Auf jeden Fall für dein Main Team, aber falls du das Geld hast, natürlich auch als Super Sub, falls er nicht in dein Team passt, der bringt richtig gute Action. Genau, Leute, am Ende ist das jetzt nicht nur eine Empfehlung von uns, sogar schon fast eine Hausaufgabe. Ne? Ja. Der macht richtig Spaß, der macht euer Team wirklich besser. Also Leute, ich hoffe, wir konnten euch damit helfen und euch die Entscheidung abnehmen so ein bisschen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wer neu auf den Kanal gestoßen ist, abonniert das Ding, verpasst keine Reviews mehr mit uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.